Und da wären wir wieder zurück bei Outlast. Beim letzten Mal sind wir in die Mount Massive Heilanstalt eingedrungen und ja, wir haben schon Schöneres gesehen. Wir sind reingekommen, irgend so ein fetter Fettsack hat uns hier runtergeschmissen und dann hat irgend so ein komischer Priester vollgelabert, dass wir sein Apostel sind oder dass der Herr ihn einen Apostel geschickt hat. Und ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwie weiterkommen. Hat er sich da so irgendwas notiert? Nee. Notiert sich allen Scheißer, wenn so ein Priester einen voll labert, dann natürlich nicht. Ja, geht doch nicht. Du kannst ja nur Notizen machen, wenn du die Kamera an hast. Ist ja auch eine Logik. Ja, ich weiß. So. Aha, eine LAN-Party, eindeutig. So. Haben wir hier denn irgendwas außer ein paar Leichen? Bildschirmschoner, ah ja. Der ist aber hübsch. Der blubbert. Ja. Den will ich auch. Genau. Sonst ist hier nichts, ne? Also hier leuchtet zumindest nichts, was man mitnehmen könnte. Dann, Ah! Eine weitere Akte. Was haben wir denn diesmal? Ach, noch ein Therapiestatus. Murkoff Psychiatric Systems, Projekt Warrider, Mount Massive, bla bla bla, Fall Nummer 136, Patienten in Italien, CLW Walker. Datum 28.05.2013, erste Patientenbefragung 28.01.2011. Alter des Patienten 32, Geschlecht männlich, behandelnder Arzt Dr. Rudolf Wernicke. Anmerkung Dr. Walsh. Therapiestatus. Morphogenetische Antriebsaktivität stabilisierte sich gegen etwa 20 Uhr. Fortfahren mit Stufe 3 Hormonen, risikobehaftet. Diagnostik. Spirometrie ergab leichte bis mittlere bronchiale Akkumulation. MRI-Scans übereinstimmen mit gemeldeten Träumen des Patienten. Anmerkung. Walker wurde aufgrund seiner selbst zugefügten Verstümmelung in Fixierung befragt. Die Fixierung musste aufgrund einer enormen Körpergröße angepasst werden. Also war ein Riese. Extensive Dermaleruption, ebenso übereinstimmend mit fehlgeschlagener morphogenetischer Antriebszellaktivität. Er gibt an, die Entfernung seiner Stirnhaut erlaube ihm eine wahrere Sicht. Vermutlich zurück. Gerade mal schlucken, weil mit ganzen Gelaber sammelt sich da ein bisschen was an. Vermutlich zurückzuführen auf eine Art Kindheitserfahrung mit Tuatara-Echsen und ihrer ihren paritalen Augen. Sagt mir nichts. Er zeigte sich besorgt über sein Fleisch, insbesondere um seine Lippen und Nase herum. Das Pflegepersonal sollte angewiesen werden, auf weitere Selbstverstümmelungen zu achten. Die mentalen Traumata, die er während seines Dienstes in Afghanistan erlitten hat, scheinen den Fortschritt des MA-Prozesses zu verhindern. Seine vorherrschende Fixiertheit, verstärkt durch die Therapie, stellt eine manische Übertreibung militärischer Sicherheitsprotokolle dar. Eine Fortsetzung sowohl chemischer als auch physischer Fixierung wird nachdrücklich empfohlen. Das ist doch der Dicke. Ist das der Dicke? Das ist der Dicke. Das könnte der Dicke sein. Das ist der Dicke. Gut mitgedacht, Watson. Ja, genau. Danke, Sherlock. Hä? Okay, also ist der Dicke wohl so ein Dicker gewesen und man hat ihn fixiert. Ja, dafür hat uns dann Bus runtergeschmissen. Ja, aber tat ja nicht weh. Ja, halte Q oder E gedrückt. Naja, geht, ne? Halte Q oder E gedrückt, um dich zu Ende zu drehen. Aha, ja. Ein Rollstuhltyp. Kein Rollstuhltyp, sondern nur ein Rollstuhl. Da steht Exit. Exit! Ah! Natürlich! Da steht auch Exit. Aber Exit ist zugebaut. Warum kann er den ganzen Schmoller eigentlich nicht beiseite schieben? Weil er ein sehr dünner Hanskopf ist. Oh, mach das weg. Die kann schielende Menschen nicht ab. Das ist komisch. Ich weiß nicht, ob die mich angucken oder an mir vorbei.
Der hat zwei verschiedene Augen. Das ist cool. Na gut. Ich will da nicht hin. Wer atmet da eigentlich so heftig? Ich glaube, das sind wir. Oh. Weil wir ein wenig nervös sind. Ein bisschen unterernährt, ne? Minimal. Irgendwie fehlt ihm da ein bisschen was vom Gesicht. Ah. Ist ja. Hey Leute! Läuft Football? Eine Reihe gebrochener? Nicht gebrochener oder so? Riecht wahrscheinlich ein bisschen nach der Zeit. Nee. Soll wahrscheinlich gebrochener heißen, haben sie immer noch nicht gefixt. Start auf einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt, was hier geschehen ist, aber sie sind nur noch eine Hülle. Ah! Saw 3, ich erkenne es sofort. Das ist doch dein Lieblingsfilm. Das klingt falsch. Alter! Ich finde das auch nicht gut. Dicke Lippe riskiert. Davon sieht der noch am normalsten aus. Alter! Mach das aus! Weiter geht's nicht, oder? Doch, warte mal. Hier bestimmt. Runterher. Toter? Glaube ich. Dem geht's wohl auch nicht mehr so gut. Oh. Schlüsselkarte für sich, für den Sicherheitsterminal. Okay. Aha, Inventar. Gedöns. Ich würde gerne nochmal meine Batterie finden, weil unsere aktuelle ist ein bisschen. Bisschen fast sehr leer. Gut, dann tschö. Will ich doch nur leise zumachen, hallo? Nope. Hier bitte nicht. Kumpel sitzt noch? Alles klar. Keine Geräusche. Ich trau dem Braten nicht. Sag mal. 9:55. Nicht ganz. Ich will da nicht raus. Ich weiß immer noch. Ich weiß noch genau, was hier passiert. Willst du gehen? Bring's jetzt hinter dich. Komm, ich bin bei dir. Wir schaffen das. Hasse es. Hasse es. Geh weg! Schnauze! Was muss ich machen? Warte, mit der Maus. Oh. Ja, das. Ja. Da, ja, hat gereicht. Du Sau! Ja, jetzt holt herum. Alter! Hast du aber schön gezuckt. Ja, danke. Immerhin da, immer stilvoll. Mhm. Kein Bock mehr auf das Schmarrn hier. So, ist hier denn noch irgendwas, was vielleicht so angezeigt wird? Batterie oder sowas? Nicht mehr?
Okay. Aber vielleicht mal jetzt doch mal eine neue Batterie reinwerfen. Für den Fall, dass hier irgendwas sein sollte. So, Sicherheitsterminal war das hier oder? Was ist denn das? Weiß ich gar nicht mehr. Ach, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Langsam. Da gehe ich bestimmt nicht runter. Warum sollte das vonnöten sein? Ich hoffe, es ist nicht nötig. Im Laufen? Ah! Okay. Praktisch. Das geht, ne? Ja. Geh mal weg! Monatsblutung plötzlich? Oder gutes Chili. Brennt zweimal. Hallo! Hallo! Noch so eine Helferhand. Mit Gesicht. Von wegen Face-Sitting und so. Ach nee. So, wir hatten Hallo, wir haben nur Hallo und wir haben Überraschung auf dem Klo. Witness? Zeugen, oder? Oh Mann. Notiz! Der Zeuge. Ich bin schon zu Tode geprügelt worden, habe mir Glassplitter aus dem Kopf gezogen, einige Rippen sind gebrochen. Wurde von einem deformierten Riesen beinahe getötet. Er sieht aus, als wäre sein Kopf mit einer Käsereibe bearbeitet worden. Er wirft mich durch eine Wand, schlägt mich bewusstlos. Beim Aufwachen nennt mich ein teigiger alter Mann mit einem Gesicht wie ein säuferischer Kindergrabscher seinen Apostel. Darum habe ich ihn nicht gebeten. Überall sind Worte mit Blut hingeschmiert. Ich habe das Gefühl, habe das üble Gefühl, dass dieser Priester das für mich und zu seinem Wohl tut. Ja. Hallo? Hallo? Das ist aber nichts, ne? Oh, Alter, was ist denn hier passiert? Wir sind ja schon fliegen. Naja, aber tot ist, der bleibt ja auch. Er ist tot. Hey, Batterie! Batterie! Jetzt überleg mal, wie lange müssen die denn. Also, wenn das schon Fliegen sind. Ja. Wie lange müssen die denn jetzt tot sein? Weil der hat ja. Wie lange hat der denn die Mail schon gehabt, dass der da hinkommen soll? Mal so überlegungshalber. 17. September 2013? Doof, dass er keine Notiz gemacht hat, wann er da angekommen ist. Also kein Datum. Naja. Bin drin, aber. Ja, ich meine, normalerweise. Naja, das dauert ja seine Zeit. Wenn der jetzt so vor einer Stunde oder so losgefahren ist. Das ist aber auch alles noch patschig, von daher. Ist das verdammt eklig. Das ist alles Lass noch. Lass das. Hör auf, in dem Blut rumzukommen. Das ist alles noch ganz patschig. Ja, hör auf jetzt. Das heißt, es ist noch nicht lange hier. Das ist eklig. Stell dir mal die Putzfrau vor. Ich glaube, die macht genauso so eine Sauerei gerade. Ach was. Doch. Ach Quatsch. Doch. Nein. Ich mache mir gerade mehr Sorgen, dass sich die Lampe da ungewöhnlich verhält. Und B, dass hier die Tür zugefallen ist. Hallo? Da ist der Sicherheitsraum. Gehen wir jetzt erst noch da hinten zur Tür oder gehen wir erst in den Sicherheitsraum? Sie entscheiden.
geh einfach mal weiter. Was soll schon passieren? Hier gar nichts. Haben wir hier was? Noch eine Leiche. Und ein Tiz. Also ein Dokument, keine Notiz. Profitabilitätsbericht Projekt Wallrider. Von Helen Granat. Granite. Okay, Group 84816 at MerkovCorp.lu. Betrefft Projekt Wallrider Inspektion vor Ort. Eine Helen. Sehr geehrte Damen und Herren. Aufgrund des bevorstehenden komm. Wie soll ich das lesen? Ich bin doch ein Mädchen. Du bist ja ein Mädchen. Okay. Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund des bevorstehenden vollständigen Berichts sind keine sofortigen Maßnahmen seitens der Murkoff Corporation erforderlich. Das Profitpotenzial von Project Wallrider verbleibt unverändert hoch. Die vier Todesfälle enthalten ausreichend uneindeutige Daten, um das Gerichtsverfahren im Fall der korrekten Handhabung des Beweismaterials zu unterbinden. Project Wallrider bleibt gefährlich und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit weiterer Verluste. Was die bereits Verzeichneten betrifft, so ist das familiäre sowie seitens der Regierung geäußerte Interesse an den Patienten derartig gering, dass keine rechtlichen Maßnahmen zu erwarten sind. Die Gewalt unter den Patienten steigt, je weiter sich die morphogenetische Antriebstherapie der Produktion von Arbeitsmodellen nähert. Doch eine Kombination aus chemischer und physischer Fixierung hat sich als hinreichend effektiv erwiesen, um weiterhin Kontrolle und Profit zu gewährleisten. Hochachtungsvoll, Helen Granite, Murkoff Schadensabteilung. Ich danke hochachtungsvoll. Ja, ich finde, das ist immer so viel Information, dass man gar nicht genau daraus ziehen kann, was da gesagt wird. Naja, also das heißt jetzt im Prinzip nur Schadensbegrenzung. Also das heißt, es interessiert sich kein Schwein für die Patienten, das heißt, sie können so weitermachen wie bisher, aber aufpassen. Aufpassen, dass es nicht außer Kontrolle gerät, weil sonst alles blöd. Okay, also es ist alles außer Kontrolle geraten. Wissen wir Bescheid. So, nun noch einmal zurück. Wir haben einen Sicherheitsschlüssel. Was machst du da? Der ist da raufgesch... Hinnehmen. Was soll's? Hallo? Hallo? Why do we have to die? Nicht? Wer hat das gesagt? Der Typ hinter der Tür, glaube ich. Oh. Zumindest sehe ich hier sonst niemanden. Oh, okay. Alles klar, dann mal. Ein toter Wachmann. Dann mal Rinder. Immer dieses Zugknallen, ich verstehe es nicht. Was haben wir denn hier? Tastatur. Sonst noch was? Kaffee? Halb voll, halb leer. Da steht noch was an der Wand rechts neben dir. Wow! Sie lügen? Wer ist sie? Die Anstalt halt, oder? Die Doktoren, meine ich. Vielleicht, weil ich glaube nicht, dass ein Doktor das da hingekratzelt hat mit Blut. Es ist ein sehr verrückter Doktor. Ach was. Na gut, da uns nichts anderes übrig bleibt, als hier das Keyboard zu benutzen. Kannst du nicht lesen. Ne, es ist unscharf. Da ist nur irgendwer wild mit dem Textmarker umgegangen. Okay. Drücke Knopf. Security. Aha. Verschaffe Zugang zum Security-System. Wir müssen ja die Türen noch aufkriegen.
Strom sparen. Da ist. Oh Gott. Ich hab Angst. Ach, Alter, das ist ja. Nicht in den Schrank gucken. Geh weg. Wer soll ich da stehen? Brücke Maus hast du verlassen, ich bin nicht bescheuert. Alter. Großer Dreckskerl. Oh, das ist eine nette Beschreibung. Ja. Dieser riesige Dreckskerl verfolgt mich. Ich habe eine Patientenakte über einen Chris Walker, einen Ex-Militärpolizisten, der mehrmals in Afghanistan war. Ein Großteil des Blutes an diesem Ort ist durch ihn geflossen. Aber nicht alles. Also ist das der Chris Walker. Alles klar. Gut vermutet. Passt. So, wir sollen jetzt abhauen. Der läuft da noch rum, ne? Ja. Hörst ihn an den Ketten. Alter. Mach das nicht. Wo ist der hin? Willst du das wirklich rausfinden? Ich glaube, wir sollen in den Keller, ne? Ja. Dann gehen wir in den Keller. Alter, lauf. Hm. Machen wir am nächsten Part an dieser Stelle weiter? Ja. Alles klar. Ja, mal gucken, ob wir den Strom wieder ankriegen. Was haben wir denn hier? Lagerraum, Elektronikraum, Maschinenraum. Also wahrscheinlich so Notgenerator-mäßig. Ich mache hier erstmal zu. Super Idee. Okay, dann geht's im nächsten Part hier im Keller weiter. Bis dahin. Tschüss.